es geht um eigentlich um Kunst im 21. Jahrhundert im weitesten Sinne. Mhm. Grundsätzlich erstmal war es so, die Museumsbesuche und Galeriebesuche sind in den vergangenen Jahren, also seit 98, immer noch stetig angestiegen, so von 95 Millionen auf 115 Millionen, das war jetzt Stand 2013 Statista. Wie sehen Sie das? Sehen Sie das als eine Entwicklung, die eigentlich aus der Zeit gefallen ist, oder wie können Sie sich das erklären? Also Museumsbesuche sind eigentlich, kommen aufs Museumsbesuche kommen aus drei Motivationen, würde ich sagen. Das geht um den Inhalt natürlich, dann um den Ruf, das Selbstkonzept des Besuchers und die Attraktivität der Lage. Und wir haben, wir betreiben ja die Arte Noah als Kunstschiff, eine kleine Galerie, die einzige schwimmende Galerie in Deutschland. Und da haben wir festgestellt, dass der Gegenstand zeitgenössische Kunst natürlich immer wieder mal sperrig ist und überwunden gehört. Die sich das aber von ihrem Bildungshintergrund zutrauen, die kommen dann auch. Und das Ausschlaggebendste allerdings war, dass Besucherzahlen sich verändert haben, war wirklich die Lage dieses Schiffes, also die Erreichbarkeit. Ja, ich habe ja selber auf diesem Schiff mal gearbeitet, als es noch im alten Hafen lag. Die Lage war aus meiner Sicht ungünstig, obwohl wunderschön. Hat sich das jetzt verändert mit der Lage am Kai? Die Besucherzahlen haben sich verdreifacht und sind dadurch auch eine Legitimation, dass wir als Verein, der seit 25 Jahren zeitgenössische Kunst in diesem Raum präsentiert, dass wir diese Legitimation haben und auch da eine Selbstverstärkung natürlich stattfindet, das so weiterzumachen wie bisher. Okay, Sie kamen jetzt drauf, zeitgenössische Kunst und Anspruch. Wie sehen Sie das heutzutage? Wie sieht sich die Kunstszene, Kunst und Museum, Galerien, im, sage ich jetzt mal, Bildungssystem? Wo passt die da rein? Also Museen und Galerien haben drei Aufträge. Sammeln, bewahren, forschen und vermitteln. Mhm. Und die Kunstmuseen haben, dann gibt es zwei Kategorien, nämlich die Dauerausstellung und die Sonderausstellungen. Dauerausstellungen müssen sich extrem anstrengen, um Besucher anzulocken. Und eigentlich gibt es die Attraktivität einer Ausstellung stellt sich eigentlich ein, wenn sie etwas Besonderes anbietet. Das bedeutet, bei Sonderausstellungen wird ein besonderes Thema in den Mittelpunkt gestellt. Bei Kunstmuseen ist es ein Künstler, ein namhafter Künstler. Bei Geschichtsmuseen ist es ein Gegenwartsbezug. Namhafte Künstler sind so Van Gogh oder Picasso, die werden immer ziehen. Vielleicht Picasso weniger in letzter Zeit, aber bestimmte Namen werden immer ziehen. Wir hatten im Kulturspeicher in Würzburg eine Ausstellung zur Kunst der Nazizeit, was auch sehr eine große Attraktivität hergestellt hat, weil die Leute einfach wissen wollten, was ist da eigentlich gesammelt worden und was macht Nazikunst zu Nazikunst. Und da waren natürlich diese vier Felder extrem gut abgedeckt, denn es wurde super geforscht dazu, es wurde hervorragend vermittelt. Und und präsentiert natürlich, sodass also diese Attraktivität in einer Sonderausstellung gegeben war. Die Dauerausstellung wird fast ignoriert, ja, also, obwohl da auch besondere Meisterwerke mit Regionalbezug sind, wird es nicht so regelmäßig wahrgenommen, außer im Bildungsbürgertum, die sagen, ja, wir müssen mal wieder ins Museum. Sehen Sie das als so einen Grundzug, dass es sozusagen die Gruppe der zwanghaften Museums wie auch Theater und Kunst, sagen wir mal, zwanghafte Kunstliebhaber, so in der Art, gibt, die das aus einer Art Status
Symbol denken. Also das Bildungsbürgertum hat ja eine Facette von Selbstkonzepten und dazu gehört garantiert auch der Museumsbesuch. Ich als Lehrer finde es natürlich spannend, genau die erstmal ins Museum zu bringen, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Also Jugendliche in der Pubertät ist ein Museumsbesuch nicht die höchste Priorität. Gleichwohl passiert Unglaubliches, wenn man dann wirklich mal Kinder und Jugendliche ins Museum bringt, weil die das gar nicht erwartet haben, dass Museen sie was angehen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, wenn Besucherinnen und Besucher das Gefühl haben, da passiert was, was für mich wichtig ist, dann werden sie angezogen. Das klappt aber nicht ohne Vermittlung. Ich bin in Galerien gewesen mit zeitgenössischer Kunst mit Jugendlichen, ich bin in 19. Jahrhundert Kunstmuseen gewesen, bin Geschichtsmuseen gewesen oder in Gedenkstätten in diesem Fall. Und da ist wirklich der Auftrag an uns, wie vermitteln wir das so, dass sie das Gefühl haben, ja, das hat ja was mit meinem alltäglichen Leben zu tun. Das sage ich jetzt mal, ich sage es mal jetzt auch bei größeren Namen, weil sie das schon genannt haben, ist es ja, sagen wir, einfacher, weil die vielleicht im Populärbereich irgendwann mal genannt werden und auch schon Jugendliche wissen, ja, es ist jetzt wichtig. Jetzt, wenn man es auf die Art und Weise bezieht und auf den zeitgenössischen Kunstbereich, gibt es da, sagen wir mal, Anknüpfpunkte, wo man jetzt auch sagt, da kann man Jugendliche dazu ziehen, sich zeitgenössische Kunst auch anzuschauen? Also man kann über den Titel viel machen. Wenn der Titel attraktiv ist, dann ist es sicher ein Türöffner. Oder wenn das Plakat attraktiv ist, auch das ist ein Türöffner, dass junge Leute sich angesprochen fühlen, weil sie ihre Zeit sehen. Leider haben wir natürlich überwiegend intellektuelle Künstler, die etwas sperrige Titel und sperrige Sachen machen. Aber dann passiert auch Öffentlichkeitsarbeit. Wir hatten einen Künstler da, der hat ein Liebeslied in den Ringpark geschrieben, über 4 Kilometer. Mit 3 Meter hohen Buchstaben. Das hat so eine, natürlich da ist man drüber gestolpert im wahrsten Sinne des Wortes, das hat sicher eine gewisse Attraktivität hergestellt. Und dann war das auch ein modernes Lied, leider weiß ich weder den Titel noch den Künstler. Also es war ein modernes Lied, was auch Jugendliche gehört haben. Wenn ich Aufsicht mache in der Athenoa, und jetzt an einem neuen Liegeplatz, wo sehr viel Zufallspublikum vorbeikommt, stelle ich fest, dass es neben den Bildungsbürgern auch ganz viele Jugendliche ist. Ich hatte eine sehr rührende Begegnung, wo also 5 Jugendliche gesagt haben, da gehen wir jetzt mal rein. Und einer in der hinteren Reihe so gefragt hat, kann ich doch meine Bierflasche auch mitnehmen? Die waren also gerade auf dem Weg zur Party. Und dann sind die reingekommen und es war die sperrigste Ausstellung, die wir bisher hatten, ja, das war eine Künstlerin aus Düsseldorf, also Beuys geprägt. und extreme Sperrigkeit. Aber ich habe dann so, gebe mir so kleine Suchaufträge, wenn sie sich den Hund gesehen haben, dann haben sie alles gesehen, weil der war etwas versteckt hinter einer Türe. Und dann noch 2, 3 Erklärungen angeboten. Und daraufhin, also die Jugendlichen haben sich da bestimmt 20 Minuten aufgehalten, was für diesen kleinen Raum und für Jugendliche eine relativ hohe, lange Dauer ist. Aber die brauchten einen Anreiz, die brauchten auch das Gespräch. Das Museumsstück selber spricht ja nicht. Ja, da jetzt die Sache, weil Sie es vorhin auch schon jetzt mal, okay, Titel, Plakate, Marketing, Medien. Muss in der heutigen Zeit um die Kunst an sich Marketing herum geschehen, damit sie attraktiv gesehen wird? Absolut, absolut. Also da haben wir natürlich die traditionellen Wege. Wir machen Pressevorbesuche zum Beispiel. Oder wir schreiben unsere Pressemitteilung an einen Verteiler, der dann in den Printmedien oder in den Audiomedien
wenigstens unsere Daten rübergibt. Die sind natürlich so formuliert, dass irgendwie schon ein rein Reiz drin ist. Also inzwischen haben wir da eine gewisse Routine, dass es interessant ist. Grundsätzlich müssen aber Ausstellungen wie Museen und die großen Museen, wie das Städtemuseum machen das ja vor, das Internet mit bedienen. Das heißt also, sie müssen ihren Webauftritt haben. Auch die Artenor, die kleine Artenor, hat ihren Webauftritt überarbeitet und eine gewisse Logik in die Präsentation gebracht, sodass ein Interessierter relativ schnell auf die aktuellen Termine natürlich kommt, aber auch auf den Gegenstand, warum wir dieses Schiff betreiben. Da gibt es natürlich auch andere Interessenten, das merken wir beim Tag der offenen Türe. Und die werden auch in der Website bedient, nämlich die Geschichte des Schiffes ist wichtig und die Technik des Schiffes ist wichtig. Also auch das müssen wir bedienen. Also das ist, also bei der Artenor ist natürlich ein bisschen das Spezialding, weil natürlich der große Blickfang ist das Schiff an sich. Die Sache ist aber trotzdem, wenn man online geht, also das Internet ist schon lange nicht mehr Internet 1.0, es ist keine Pinnwand im Internet, sondern es ist ein Medium, mit dem man interagieren kann. Wie viel Interaktion passiert? Also wie viel, sagen wir jetzt mal, Kontaktanfragen oder... Ist es nötig, in die Social-Media-Kanäle zu gehen? Wie passiert es, wenn überhaupt? Weil Kunst ist jetzt nicht, ich sag jetzt mal, ist jetzt nichts, was ich schnell im Internet viral verbreiten würde. Das stimmt. Also wir haben eine Facebook-Seite, die wird von einem jungen Mitglied betrieben. Und seit er das macht, seit er postet, gibt es also in diesem Jugendbereich relativ viel Austausch, was zur Folge hat, dass wir einige Volunteers, wie wir sie nennen, also freiwillige Helfer, haben aus dem studentischen Bereich, die allerdings aus dem kunsthistorischen Hintergrund kommen und sagen, wir wollen was Praktisches machen, und die helfen uns dann und bei der Vorbereitung einer Ausstellung, beim Aufbau und Abbau der Ausstellung, aber auch beim Betrieb, bei der Vermittlung. Und die wiederum ziehen junge Leute an. Aber die sind natürlich in der realen Welt verknüpft und die sind auch in der virtuellen Welt verknüpft. Das ist also jetzt die Jugend. Die Website selber bietet im Wesentlichen nur ein Kontaktformular. Ich glaube, wir haben noch nicht mal einen Link auf die Facebook-Seite. Da muss ich mal nachschauen. Und das Kontaktformular wird vor allem von Künstlern genutzt, die Ausstellungsanfragen machen. Wie sehen Sie das allgemein? Also jetzt abgesehen von der Artenor im restlichen Kunstbereich, wird es da stärker genutzt aus Ihrer Sicht? Und haben Sie da Erfahrung? Also es gibt, wie die Tate das herausgefunden hat, eigentlich vier Kategorien von Interessenten an Museen. Das sind diejenigen, die einen Besuch vorbereiten, es sind Forscher, es sind Leute, die sich selbst weiterbilden wollen, und es sind die Ästheten, die sich an einem Bild erfreuen wollen. Und was Tate überraschenderweise festgestellt hat, ist, dass viele Leute Zusatzinformationen zu den ausgestellten Kunstobjekten wollen. Das gilt jetzt für Kunst wie Geschichtsmuseen. Das Deutsche Historische Museum hat eine ganz umfassende Website, die darstellt, wie nicht nur die Objekte, die im realen Raum ausgestellt werden, sondern auch das Konzept dahinter, Zusatzmaterialien, sodass man also wirklich der Forscher, der Selbstbildner, dort ein umfassendes Material findet. Im Städel ist es so, dass die anbieten, und ich nehme an, wir haben das auch untersucht, dass nach bestimmten Kategorien, wie zum Beispiel Maltechnik, Mahlzeit und Künstler natürlich, man vorauswählen kann und dann ganz gezielt die Highlights angeboten bekommt und sich dann über die Kunstwerke, über das Umfeld und die Inhalte und die Bedeutung dieser Kunstwerke mit Kurzbeschreibungen aber auch informieren kann, aber auch Hintergrundinformationen wie Restaurierung oder Provenienzforschung. Also das scheint genutzt zu werden. Es scheint genutzt zu werden. Die Frage ist jetzt aber, das ist ja abseits vom reinen Informationsgehalt der fast Pädagogik. Also das ist ja Kunsttechniken. Wer so tief geht,
will sich ja eher bilden, als dass er sich bloße Informationen holt. Ist es so ein bisschen die Anpassung oder sein, ich will jetzt nicht Anbiederung sagen, aber dass man sich auf das Bildungssystem an sich einstützt und Angebote schafft, die von Studenten, Schülern und deren natürlich pädagogischen Lehrkräften genutzt werden können. Das ist so ein Angebot, das, wenn wir Jugendliche erreichen, dann erreichen wir sie in Anführungszeichen unter dem sanften Zwang des Bildungssystems. Also die großen Museen, also Tait und Städel und Deutsches Historisches Museum, die ich jetzt gerade präsent habe, die haben jetzt nicht ausschließlich Schüler im Blick, sondern die haben wirklich diese vier Kategorien im Blick, bedienen sie mehr oder weniger bewusst, aber das sind die Nutzer von Online-Medien. Wir alle nutzen natürlich auch Online-Medien, indem wir ganz schnell mal rausfinden wollen, wann haben die eigentlich offen. Oder wie lange läuft diese Sonderausstellung. Also diese reine Informationsgeschichte, das ist das Einfachste. Aber das begibt sich der Chance. Ein junges Münchner Team haben jetzt in einem Blog auch geschrieben, dass es interessant wäre, dass man eben nicht wartet, bis das Museum selber drauf kommt, sich online zu präsentieren, sondern dass die virale Welt sich organisiert in Tweet-Ups zum Beispiel und sagt, lass uns treffen und wie können wir dieses Museum ein bisschen aufpeppen, die Sachen, die es dort gibt. Wir haben in Würzburg eine große Diskussion, ein Stadtmuseum zu etablieren, das mit dem Mainfränkischen Museum die Lokalgeschichte präsentiert, aber nicht in der Art, wie es im Moment ist, nämlich Objekte stehen im Raum und sagen überhaupt nichts. Ja. Selbst der Besucher in der realen Welt ist völlig alleingelassen, wenn er in dieses Museum geht und wenn er kein Vorwissen hat, ist er verloren. Genau das Gleiche gilt natürlich für die Online-Medien. Wenn ich kein Vorwissen habe, also zum Beispiel wenigstens Suchkriterien, ich will einen bestimmten Maler, ich will eine bestimmte Zeit, ich will ein bestimmtes historisches Ereignis, dann wird er auch in der virtuellen Welt verloren sein. Also ich will das gerade mal ein bisschen zusammenfassen. Also es ist einerseits also wichtig, Vorwissen sowieso, Vorwissen für das Internet, Vorwissen für das Museum und die Ausstellung, die Verbindung mit dem Internet und die Nutzung. Und das Dritte, was ich jetzt rausgehört habe, ist dann doch so ein bisschen wieder der Anschluss der Museen an die allgemeine Kunstszene. Weil wenn man dann sagt, hey, wir als Künstler oder als Kunstinteressierte machen etwas, um das Museum, die Galerie wieder interessanter zu machen, dann ist es ja sozusagen wieder, der Versuch, wieder den Kontakt an die Allgemeinheit und sozusagen die Kunstszene, nicht nur die Kunstszene der Künstler, sondern die Interessierten auch zu finden. Sind Sie der Meinung, dass das im Internet, durch das Internet, einfacher ist? Also zu sagen, hey, da sagen junge Leute, hey, ich interessiere mich für Kunst, wir stellen Kontakt her, wir organisieren was. Ist es dadurch getrieben? Also vor dem Internet musste man entweder hingehen oder anrufen, um herauszufinden, was läuft. Oder man hat in Kunstzeitschriften oder in überhaupt in allgemeinen Druck- und Printmedien Werbung gesehen oder berichtet, das ist eigentlich das, was heute auch noch funktioniert. Aber wenn sich Leute gezielt informieren wollen und nicht im Ort sind, dann ist natürlich das Internet eine wunderbare Möglichkeit. Diese zufallseingefangenen Interessenten ganz gezielt auf das eigene Museum oder die eigene Ausstellung hinzuleiten. Dann gibt es natürlich, was ich Aufträge, Selbstaufträäge oder Fremdaufträge, ich muss ein bestimmtes Projekt, ein bestimmtes Thema bearbeiten, also suche ich gezielt nach Van Gogh und dann kriege ich im Internet ein Riesenangebot, wo wurde überhaupt was ausgestellt. Also ich denke mir, das Internet ist aus keinem Lebensbereich wegzudenken heute und das muss auch beim Museum natürlich. Ja, und da war jetzt genau, wenn man jetzt mal bei dem Bild bleibt, man hat eine Aufgabe oder interessiert sich für Van Gogh, ist ein Bildkünstler, Student, wie auch immer. Man könnte alle Informationen, die man will, auch im Internet finden. Wieso geht man dann
trotzdem in die Galerie und ins Museum. Ja, okay, gut. Also, warum gehen Menschen ins Museum? Sie wollen ein Erlebnis haben. Und zwar, das fängt an von der Begegnung mit dem Besonderen, ein unerhörtes Bild oder eine unerhörte Zusammenstellung. Also ich erinnere mich an Monets Bilder, es waren 5 oder 6 Bilder der Kathedrale von Reims, glaube ich, in verschiedenen Tagesabschnitten gemalt, also völlig verschieden impressionistisch. Und die waren zum ersten Mal zusammengeführt worden, weil die in der Welt verstreut sind im Museum. Also das besondere Erlebnis. Das fängt also bei der Begegnung mit diesen besonderen Zusammenstellungen an. Es hängt aber auch mit dem Original, die Begegnung mit dem Original. Deswegen sind wir so fasziniert, Goethes Lesebrille zu sehen oder den Schreibtisch, an dem Karl May gearbeitet hat, weil das sozusagen die Weihe der Authentizität hat. Und das Dritte ist, ich will einen Kaffee trinken, nachdem ich fertig bin. Also ich brauche im Museum eine Infrastruktur, die über die reine Ausstellungspräsentation hinausgeht und die mir einen ästhetischen und persönlichen Genuss noch erweitert, nämlich indem ich dann noch für das leibliche Wohl gesorgt wird. Also nochmal, die Attraktivität eines Museums ist durchs Internet nur ergänzbar, nicht ersetzbar, denn Menschen wollen das Besondere erleben, sie wollen etwas Authentisches erleben und sie wollen auch noch sozusagen einen Wohlfühlmoment haben. Zu dem Wohlfühlmoment gehört nicht nur der Kaffee, sondern auch das Bewusstsein, ich war in dieser Ausstellung, ich kann bei meiner nächsten Dinnerparty drüber reden und sagen, ich war da und sie waren da sicher auch. Und dann feststellen, dass man da vielleicht nur alleine war, also dann seinen bildungsbürgerlichen Anspruch nochmal ein bisschen erheben. Also das ist eine große Bandbreite, aber ich glaube, diese persönliche Begegnung mit dem ausgestellten Objekt, das Erlebnis des Gesamtzusammenhangs der Ausstellung und dann das leibliche Wohl, das gehört dazu. Also es ist eine Mischung aus Authentizität, Atmosphäre und dann so ein, das hat ja eigentlich so ein Erlebnishintergrund, so ein Gefühl, ich gehe dahin, um mich wohlzufühlen, so einen gewissen Unterhaltungswert. Wie wichtig ist bei dieser ganzen Geschichte dann der persönliche Kontakt, zum Beispiel, dass jetzt im Unterschied zu jetzt einem kunsthistorischen Museum, eben jetzt in der Atenor, jemand ist, mit dem man reden kann, den man fragen kann zur Kunst, der vielleicht mehr Ahnung hat oder der sich zumindest länger damit auseinandergesetzt hat. Also bei der Atenor ist es so, dass wir Kurzbeschreibungen des Künstlers und meistens die Rede bei der Eröffnung der Ausstellung hinlegen und die Aufsichten gehalten sind, sich das anzueignen und dann für Fragen zur Verfügung zu stehen. Also ich als Lehrer warte ich natürlich nicht, bis Fragen kommen, sondern ich begrüße die Gäste und sage, wissen Sie eigentlich, was Sie hier erwartet? Und die meisten sagen dann, altes Schiff, sage ich, nein, moderne oder zeitgenössische Kunst. Lassen Sie sich überraschen. Und dann sind die schon mal angesprochen und haben eine gewisse Orientierung. Dann gebe ich noch ein Art Suchauftrag, entdecken Sie dies und entdecken Sie das. Und wenn Sie Fragen haben, komme ich zu Ihnen. Auch da warte ich nicht, sondern gehe dann nochmal hin und vermittle das. Also die Vermittlung sehe ich für wichtig, gerade bei zeitgenössischer Kunst, die extrem sperrig ist. Und auch mir, obwohl ich sowohl intellektuell als auch von der Vorbildung in der Lage bin, zeitgenössische Kunst zu dekodieren, fällt es mir immer wieder schwer, das zu tun. Und ich brauche die Vermittlung. Wir hatten mal einen Künstler, da bin ich reingekommen in die Atenor und da war das war alles voller Bauholz. Da war ich so ein bisschen verloren, habe gedacht, da war ein Baumarkt und hat sich ausgetobt. Aber dann habe ich festgestellt, das war die Philosophie dahinter. Er kam aus Berlin und nach Würzburg und wusste, dass er ein Kunstschiff auf dem Main ausstellt und hat sich überlegt, wie sind eigentlich die Wasserwege zwischen Berlin und Würzburg und hat die verallgemeinert. Es gibt keine direkten Wasserwege natürlich, aber verallgemeinert. Aber diese Zufälligkeit der
der Wegeführung, hat er daraus Wegeskulpturen gemacht. Und es war hochspannend, das dann mit Publikum das wieder zu entdecken. Ja. Und diese Entdeckungsfreude sollte man auch nicht unterschätzen, wenn entweder man entdeckt das Bekannte oder man lässt sich überraschen von den Unbekannten. Und das geht meiner Ansicht nach nur direkt im Museum. Ist es dann auch so ein bisschen, ich meine, wir leben in einer Informationsgesellschaft, wo wir glauben, alles zu wissen oder zumindest alles nach ein, zwei Klicks erfahren zu können. Ist dann so eine Art von Kunst ein Mehrwert, der auch sehr wichtig ist, dass das einfach gezeigt werden kann, hey, es gibt in der realen Welt mehr zu entdecken, als du online sozusagen erfahren kannst durch die Erfahrung. Ist es so ein Grundprinzip, wodurch man als Galerie, Museum einen Mehrwert in Zeiten des Internets schafft? Auf jeden Fall, denn wenn man im Internet die Leute nur im Internet bedient, verdient man kein Geld. Ja, das. Und die Leute, die Museen brauchen Besucher. Und die werden, die sind ja öffentlich gefördert oft, sie werden gemessen an ihren Besucherzahlen. Also müssen sie was anbieten, was den Besucher ins Haus lockt. Und das kann die virale Welt nur zum Teil bedienen. Die kann Neugier erwecken, aber eigentlich den Genuss bestimmter Farben, bestimmter Aufträge, bestimmter, aber auch Größen. Also wenn man eine Skulptur von Ai Weiwei im Online sieht, dann sieht man, ja, der hat aus alten Bäumen neue zusammengeschraubt. Interessant. Wenn man aber in einem Wald von diesen zusammengeschraubten Bäumen steht und diese Mächtigkeit sieht und dann auch seine eigene Größe dazu relativiert. Also wenn man dieses Raumerlebnis hat, das Materialerlebnis und dann aber auch das ist ein psychologischer Moment, diese Entdeckungsfreude, ich habe da was entdeckt, was mir jetzt wichtig ist oder was mir einen Gewinn bringt. Das, glaube ich, geht nur wirklich im Raum. Diese subjektiven Erfahrungen jetzt, Erfahrung von Größe, Erfahrung vielleicht auch von Geruch, Oberfläche, was man genau im Auge betrachten kann, also alle Sinneseindrücke, die man als Mensch so hat, das Wissen weiß ja hoffentlich jeder, dass es in der Realität besser erfahrbar ist als online. Gibt es da einen Unterschied zwischen den älteren Generationen und der heutigen Jugend? Ja, das bestimmt. Also ich würde sagen eher zwischen den, wenn es Bildungsschichten gibt, zwischen den Bildungsschichten. Und das Spannende ist eigentlich, die Bildungsfernen in diese Tempel der Bildungsbürger zu locken. Und wie kriegt man die da rein? Bei Kindern ist es einfacher, weil sie eben durch Lehrer angeleitet werden, wenn die Lehrkräfte das sich auf ihre Fahnen geschrieben haben. Bei anderen Besuchergruppen muss man hingehen. Da braucht man dann eine Galerie in dem Ort und in der Gegend, wo sie wohnen, oder man muss Kunst im öffentlichen Raum machen, wo man drüber stolpert. Und bei zeitgenössischer Kunst ist natürlich immer diese Hürde des Verstehens, also die Dekodierung, die Chiffrierung dessen, was da präsentiert ist. Das bedarf einer Vermittlung. Und die Vermittlung muss da sein. Also sonst kommen die nicht hin. Also gibt es einen Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen alt und jung. Es gibt einen Unterschied zwischen bildungsnah und bildungsfern. Und ein Museum muss sich seiner verlässlichen Kunden, aber auch seiner möglichen Kunden bewusst sein, um sie anzulocken. Und da kann das Internet natürlich ein wunderbarer Moment sein, in Zusammenarbeit mit den traditionellen Medien. Jetzt so ein bisschen zusammenfassend, analog, digital, wie analog, wie digital darf es, muss es, soll es werden, wo sehen Sie die Entwicklung gerade hinlaufen, wird es ein zu viel? Also analog und digital sind keine Gegensätze, sondern es sind eigentlich die zwei Seiten der gleichen Münze. Die müssen ganz eng zusammenarbeiten, meine ich, um zukünftige Publikumsströme anzulocken. Und da ist das Internet auf jeden Fall ein wesentlicher
Informationsträger für den Interessierten, der in den Printmedien oder in Audiomedien oder im Fernsehen schon gehört hat, was gehört hat und sich dann informieren will, einer, der einen Forschungsdrang hat, einer, der ein Informationsbedürfnis hat, einer, der einen Kunstgenuss sucht, der kann sich über das Internet, also über den Webauftritt einer Ausstellung oder eines Museums, sich ins Museum locken lassen und dann dort eine Erfahrung machen, eine sinnliche Erfahrung machen, die er online nicht hat. Und Sie als Lehrer, was sagen Sie Ihren Schülern, wenn Sie sagen, okay, wir gehen jetzt in ein Museum, wir gehen in eine Galerie, wir jetzt am besten mal Altersgruppe 8. Klasse, die schönste Zeit, wie macht man da Marketing? Also man kann, ich gehe so vor, ich stelle es zur Wahl. Wahl ist immer gut, weil Wahl stärkt. Also wir geben eine Auswahl. Dann werde ich natürlich Informationen geben, die Schüler attraktiv finden. Wenn ich jetzt ins Georg-Schäfer-Museum in Schweinfurt gehe, dann zeige ich vielleicht ein Bild, was sie angeht, irgendwie ein interessantes Tier. Oder ich mache das ganz dirigistisch und sage so, wir gehen in der Schulzeit jetzt mal in das Museum. Und dann wird es aber interessant, wenn ich in ein Museum gehe, zum Beispiel Georg-Schäfer-Museum, dann mache ich da kein Gießkannenprinzip und sage, ich zeige jetzt euch mal alles, was die hier haben, sondern ich gehe an ein Bild. Wir haben, also ich war in der Hauptschulklasse und habe mich vor Mönch am Meer von Caspar David Friedrich gestellt. Das ist ein DIN A4 großes Bild, was relativ schwierig ist für Klasse 25. Aber wir haben da eine halbe Stunde davor gesessen und haben intensiv drauf geschaut. Und das war wirklich eine ganz erhebende Geschichte. Also man muss sag mal, das Interesse, so gewisse emotionale und sicher vielleicht auch dirigistische Mittel zusammenführen, die, wenn es nicht von Lehrkräften angeleitet wird, dann die Attraktivität ist dann erst, wenn es irgendwie cool ist, wenn Schülerinnen und Schüler das als cool empfinden, wenn da sich David Bowie ausgestellt wird, falls das Jugendliche noch was sagt, oder ein aktueller Musik- oder Kunstschaffender, dann, also wenn eine Rihanna-Ausstellung wäre in Würzburg, könnte ich mir vorstellen, dass zwei oder drei Jugendliche auch kämen. Also das würde dann sicher das Thema gehen. Ansonsten Kunst- und Geschichtsmuseen müssen sich dann immer so ein bisschen auf die Anleitung durch Eltern, Erzieher oder Lehrkräfte verlassen. Ich habe jetzt nachgehört, Sie sind Hauptschullehrer. Gymnasial und Hauptschullehrer. Gymnasial und Hauptschullehrer, okay, interessante Kombination. Jetzt genau in dem Bereich ist da ein großer Unterschied, weil Sie es vorhin auch schon angesprochen haben, mit dem, wenn es sie denn gibt, soziale Schichten, kann man jetzt drüber diskutieren. 8., 9. Klasse Hauptschule, 8., 9. Klasse Gymnasium. Ist es ein Unterschied, wenn die jetzt mal in 20 Minuten vor einem Bild sitzen und dann entweder was erkennen oder nichts erkennen, ist da ein Unterschied in dem, was zurückkommt in den Reaktionen? Also die bildungsfernen Schichten haben natürlich kein Vorwissen. Da geht man an Geschichts- oder Kunstmuseen, an Objekte dort emotional ran, lässt sie beschreiben, sagt, hast du schon mal gesehen oder wo könnte das verortet sein, ob das mit dem, wir haben ja ein Vorwissen, wir haben das ja in den Unterricht eingebunden. Bei Bildungsnahen ist so, dass da natürlich die schon öfters mal von ihren Eltern irgendwo hingeschleppt wurden und schon ein gewisses Vorwissen haben könnten, aber auch die kriegt man nicht über, jetzt erzähle ich dir erstmal ein paar tausend Daten und Fakten über Künstler und Bild, sondern lass uns mal genau hinschauen. Lass uns mal auf das Objekt angucken. Also ich eine Pickelhaube aus dem 19. Jahrhundert oder ein romantisches Bild oder auch ein zeitgenössisches Bild, da liegt irgendwie ein Baumstamm quer im Raum. Und einfach mal drauf hin, also ich war mal mit einer Hauptschulklasse auch in einer Ausstellung, in der, da war dann in so einem, eigentlich eine Kreuzsymbolik gelegt. Und das musste man erstmal rausbeobachten. Wenn ich das gesagt hätte, es sieht aus wie ein Kreuz, hätte ich was verschenkt. Also gucke ich, sage ich erstmal,
Und was denkt ihr, wenn ihr das seht? Dann kam Materialassoziation, dann kam Formassoziation. Gebildet oder aus bildungsnahen Schichten, die können dann vielleicht schneller mal assoziieren, aber auch die müssen von sich aus gehen und dann Assoziationen finden. Also auch museumspädagogische Führungen gehen davon aus, dass man zum Beispiel mit dem venezianischen Korb, dass man so Objekte reinlegt in diesen Korb und die in die Runde gibt und sagt, okay, was hat dein Objekt mit diesem Bild oder diesem Gegenstand zu tun, sodass man über ein Detail das Gesamte erschließt. Also das, was die Menschen angeht, interessiert sie. Und wenn man Kunst so präsentiert, dass sie, oder Geschichte so präsentiert, dass sie einen nichts angeht, dann kriegt man auch die Besucherzahlen nicht ins Museum. Also es ist der emotionale Zugang, der dann entscheidend. Der Personale. Ich stelle immer drei Fragen. Was ist passiert? Warum ist es passiert? Also Details und Zusammenhänge. Und dann die wichtigste Frage, was geht es mich an? Und diese Was geht es mich an Frage, das ist der Schlüssel, um überhaupt Interesse zu generieren und dann auch Wissen zu generieren, was behalten wird und was einen bildet. Jetzt, was geht es mich an? Das geht ja so ein bisschen in die Richtung Sozial. Kritik, Gesellschaftskritik, wenn sie denn Kunst will oder wenn Kunst in diese Richtung geht, ist es mit solcher Kunst, die jetzt Gesellschaft sozusagen kritisch ist, leichter? Alle Kunst ist ja ein Ausdruck der Welt. Und die Künstler, die gegenständlich zum Beispiel arbeiten oder die Künstler, die abstrakt arbeiten wollen, Welt begreifen, Welt, wie sie sie sehen, präsentieren. Und das kann man ohne Vorwissen, ganz ästhetisch. Und wenn man natürlich vor einem Yves Klein intensives Blau steht, wird man erstmal so ein bisschen, boah, der hat nur so ein Bild blau gemalt, ich fasse es nicht. Und dann, wenn man aber vor dem Original steht, stellt man fest, dass dieses Blau changiert und sich fast bewegt. Das geht übrigens viral auch nicht, funktioniert nicht, sondern es funktioniert nur vor dem Original. Und dann stellt man plötzlich fest, das Objekt hat mit mir zu tun. Also ich erschließe mir die Welt, indem ich mir überlege und mich damit auseinandersetze, wie andere die Welt gesehen haben. Und diese Weltauseinandersetzung, die geht mich was an. Und wenn ich das habe, es geht mich was an, dann erschließe ich mir, okay, wie was war das eigentlich für ein Künstler? Was war das eigentlich für eine historische Person, die dieses Objekt produziert hat? Und hole mir dann also biografische, historische oder materielle Hintergrundwissen rein. Aber das hole ich mir nicht unbedingt von außen nach innen, sondern das hole ich mir von innen, von mir nach außen. Das ist interessant. Sie haben gesagt, Sie haben diese museumspädagogische Zusatzausbildung gemacht. Was waren da die Inhalte? Also wir haben verschiedene Museen besucht, in Unterfranken, in Aschaffenburg, in Würzburg, in Schweinfurt und haben uns angeschaut, wie die ihre Objekte präsentieren. Und einige Museen präsentieren die Objekte nicht didaktisch, sondern ästhetisch, also das Pompeianum zum Beispiel ist eine große Rauminstallation und wenn man da durchgeht, kann man sagen, ja, so hat das 19. Jahrhundert gedacht, dass Pompeji ausgesehen hat. Aber wenn man mehr davon haben will als jetzt diesen Raumeindruck, dann braucht man die museumspädagogische Vermittlung. Und dazu gehörte zum Beispiel kleine Rollenspiele, dazu gehörte Bildbeschreibung, einer beschreibt ein Bild, einem anderen, der mit dem Rücken zu diesem Bild steht und der mit dem Rücken steht, zeichnet das. Und dann tauscht man sich darüber aus, wie gut kann ich verbalisieren, was ich sehe. Das ist sicher eine Sprachübung. Dann gab es aber auch, und das ist in der Museumspädagogik, muss man ein bisschen aufpassen, viele Aktionen, die komplett weg von dem ausgestellten Objekt führen, ja, wo man dann sich verkleidet und große Bilder herstellt, anstelle sich wirklich mit dem Objekt, also wirklich hinzusetzen und sich mal das Objekt anzuschauen und
und darüber nachzudenken, was damit ausgedrückt worden ist, welche Materialien vielleicht benutzt wurden und was der Künstler damit ausdrücken wollte. Also dann, ich habe da verschiedene Ansätze gesehen, die mal gelungener und mal weniger gelungen sind. Das zeichnet jetzt ein bisschen ein facettenreiches Bild. Ist da so ein bisschen die Kritik enthalten, dass jetzt in dem Ding, wo ich jetzt auch mal sage, diese Ausbildung zeichnet ein Bild der momentanen pädagogischen Sicht auf die Kunst oder wie Kunst heutzutage sozusagen pädagogisch vermittelt werden soll, ist das so ein bisschen, ist da ein bisschen viel Show mit drin dann? Ich bin heilfroh, dass Museumsbetreiber überhaupt wahrgenommen haben, dass sie museumspädagogische Stellen schaffen müssen. Also wir brauchen Museumspädagogen. Dass die dann manchmal über die Stränge schlagen, dass man zum Beispiel in einem Kunstmuseum aus naheliegenden Gründen möglichst mit seinen Farben nicht vor dem Original in der Gegend rumpanscht, sondern in einen extra Raum geht, das ist sicher sozusagen ein Kollateralschaden, den muss man mit hinnehmen. Dass man dann natürlich eine gewisse Ferne hat zwischen dem Original und dem, wie man sich damit dann auseinandersetzt, ist dann vielleicht, muss man hinnehmen. Aber grundsätzlich ist von der Museumspädagogik eine absolut wichtige, nicht nur Jugendlichen, sondern auch erwachsenenbildnerische Einrichtung, denn auch Erwachsene stehen vor einem Jablonski-Porträt etwas hilflos da, weil die Gesichtszüge so verrutscht sind und brauchen so ein bisschen erstmal einen Hintergrund, wo kommt der eigentlich her und warum hat er das so gemalt und das erhält dann auch. Wenn Sie sich ein Kunstwerk als See vorstellen, dann bedeutet das, wenn ich nicht gebildet bin, dann sehe ich die Oberfläche und vielleicht ein bisschen unterhalb der Oberfläche. Dann brauche ich aber Zusatzinformationen, entweder aus meiner Biografie oder aus einer direkten Vermittlung vor Ort, sodass ich tiefer tauchen kann. Und der Genuss ist, wie auch beim Tauchen, der Genuss, je tiefer ich tauche, desto größer ist mein Genuss und meine Erkenntnis und der Gewinn für mich persönlich, den ich dann wiederum in mein Leben einspeise und Entscheidungen, Wertungen und Haltung daraus generiere. Ist es jetzt dann sozusagen für dieses Tauchen nicht ein bisschen so, dass das tatsächliche Kunstwerk des Künstlers dann museumspädagogisch eigentlich eher den Anlass liefert, sich selbst zu betätigen? Also Inhalt des Ganzen ist, sondern nur den Trigger setzt. Ja, es gibt natürlich in der Pädagogik diese Dichotomie zwischen Selbsttätigkeit und Instruktion. Und die einen sagen, nur wenn du es selbst machst, kannst du es verstehen. Und die anderen sagen, nur wenn ich dir es erzähle, weil ich weiß, kannst du lernen. Ich glaube, die Mischung macht es. Ich muss dann mich instruieren lassen, entweder durch eine schriftliche Quelle, die zum Beispiel auch viral vorliegen kann. Also es gibt ja glücklicherweise einen Haufen, auch das Städel macht das, dass man mit seinem Smartphone vor dem Objekt sich Zusatzinformationen holen kann, die man, wenn man die in die wirkliche Welt tun würde, mit einer ganzen Schriftlichkeit und Vergleichsbildern das Original erschlagen würde oder die Ästhetik der Präsentation zerstören würde. Also jedenfalls die Mischung zwischen Instruktion und Selbsttätigkeit ist da auf jeden Fall notwendig. Aber das Movens muss von innen kommen. Ich muss das wissen wollen. Und wir alle haben auch nur das gelernt, was wir wissen wollten und auch das behalten, was wir wissen wollten, was uns aufgedrängt wurde, ist vielleicht nochmal in einer Art Bulimie-Lernen wiedergegeben worden, aber dann vorbei und weg. Gerade war das mit dem, wenn man es als Text neben dem Kunstwerk vorstellen würde, würde es das Kunstwerk erschlagen. Ist es dann auch heute so, dass Multimedialität, wenn es jetzt E-Learning oder Webseiten oder irgendwie rezeptive Designs, auch die Möglichkeit bieten müssen, sich vor Kunstwerken klein zu machen, um dem Kunstwerk noch die Möglichkeit zu geben, im Vordergrund zu stehen? Also es gibt da so mal vier Ebenen. Ja. Es gibt den Titel des der Ausstellung oder des Ausstellungsraumes, sagen wir mal, um es runterzubrechen. Dann müsste es eine Kurzbeschreibung geben, worum geht es mit diesem Künstler oder diesem Objekt, die den Oberflächlichen Interessierten kurz eintunen,
an Bekanntes anknüpfen lässt, ein bisschen Unbekanntes präsentiert. Und der dann interessiert ist, der muss vor dem Objekt die Möglichkeit haben, intensiver nachzuforschen. Und da hilft entweder eine App oder ein Audio Guide ist eigentlich das Klassische, was im Moment läuft, oder eben ein beschreibender Text. Was nicht hilft, ist die Inventarnummer in 5-Punkt-Schrift. Sowas geht gar nicht. Ja, das sind also so viele Museen sind noch voll von, meine Frau sagt es immer, wenn du mich noch einmal in so ein Museum bringst, wo Pfeilspitzen der Größe nach sortiert sind, ja, lasse ich mich scheiden. Und das ist genau das Problem. Die Objekte reden nicht, ich brauche Vermittlung und das muss nicht immer eine Person sein, es kann viral sein, es kann vor Ort sein. Wir brauchen, und das soll dann in verschiedenen Qualitäten passieren. Also von mir ist auch nur ein Schlagwort. Das macht der Herr Lenzen hier in Würzburg sehr schön mit seinen Kunstworten. Da ist dann Vergebung, Verdammnis sind die Schlagwörter und dann ist ein altes Kunstwerk und ein zeitgenössisches Kunstwerk nebeneinander präsentiert, was übrigens hoch anti-elitär ist. Ja, denn ich kann ohne kunsthistorische Kenntnisse sofort sagen, ah, da hat einer einen realen Kruzifix hergestellt im 16. Jahrhundert, ein Riemenschneider, und daneben eine völlig abstrakte, zerrissene Version aus ein paar Holzblöcken zusammengestellt und ich kann erkennen trotzdem, dass es ein Kruzifix ist. Also von Schlagwörtern über Kurzinformationen zu Zeit und Autor und Künstler bis hin zu Detailinformationen zu dem einzelnen Kunstwerk oder zur einzelnen Kunstrichtung, die dann nicht unbedingt nur nicht real sein muss, die kann ja Audioguide sein. Also die Vermittlung ist vielschichtig. Ist es dann auch so, weil Audioguide, ich kenne Audioguide jetzt selber natürlich auch aus Museen, ist es dann immer so, dass die Erklärung in dem Medium erfolgen muss, was nicht Teil der Ausstellung ist? Also ein Audioguide für Dinge, die man sehen kann, was Multimediales für etwas, was man vielleicht nur was fühlen, mit Fühlen zu tun hat? Oder geht es dann immer auch so ein bisschen darum, Sinneseindrücke voneinander zu trennen, um verschiedene, sagen wir mal, Ebenen der Kommunikation anzusprechen? Also ich habe zwei Apps mitgeschrieben über ein Kloster und über die Festung, also eine Burg, wo man ja im realen Raum steht. Jetzt sind aber sowohl Kloster als auch Burg ein so großer realer Raum, dass man ganz schnell mal an der Kirche aus dem Jahrtausend vorbeiläuft, weil sie einfach nur da steht und groß und alt aussieht. Wenn ich jetzt diese App nehme, die wir multimedial angelegt haben, im Sinne von wir erzählen Geschichten zu dem Objekt, vor dem du stehst, und beziehen aber auch nur die Geschichte auf dieses Objekt, vor dem du stehst, dann hast du die Möglichkeit, einen Mehrwert zu generieren, außer dass du sagst, okay, alte Kirche. Dann kam multimedial eben dazu, dass wir kleine Videos präsentiert haben oder produziert haben, entweder von Räumen, die nicht zugänglich sind, also das war dann natürlich der Turm, oder ein bestimmtes Objekt im Kloster, im Ausstellungsbereich des Klosters, das nicht zugänglich war, oder bestimmte Blickachsen, oder eben auch Geschichten vor allem, also Geschichten der Verteidigung in der Burg oder des Klosterlebens im Kloster. Und dadurch hat man sozusagen den toten Stein, der vor einem steht, das tote Objekt, das vor einem steht, das nicht redet, wie ich schon gesagt habe, dass dieses tote Objekt plötzlich mit Leben erfüllt wird, mit bedeutungsvollem Leben, mehr bedeutungsvollem Leben. Also die Wirklichkeit, das reale Objekt und das virale oder das virtuelle im Hintergrund muss zusammenspielen. Wenn man die Erklärung und das wirkliche Objekt zusammenbringt, hat man ein Raumproblem. Das sind auch Ausstellungen oft so, dass man dann plötzlich so eine Leseausstellung hat und das geht eigentlich gar nicht. Also man muss da sehen, dass man da den Balance findet, dass das Objekt nicht erschlagen wird von der Präsentation, sondern dass das Objekt immer noch im Mittelpunkt steht. Jetzt
ganz zum Schluss will ich noch mal so ein bisschen persönliche Note mit reinbringen. Was ist für Sie ganz persönlich Kunst? Wo geben Sie dem den Stellenwert in Ihrem Leben? So jetzt auch so als Persönlichkeit, okay, wo sehe ich mich als Kunstmensch? Also wir sammeln nicht, aber wir haben viele originale Werke in der Wohnung und die haben wir alle, weil wir die Künstler kennen oder einen besonderen Bezug zum dargestellten Objekt, eine bestimmte Landschaft aus Urlauben. Und das alles allerdings nichts im nicht sehr gegenständlich, sondern eher im abstrakten Bereich. Und damit ist also Kunst für mich im Alltag ein wichtiger Moment. Ich selber bin jetzt kein Künstler, aber ich neige dazu, bestimmte Dinge schön zu gestalten und mache und nehme wahr Kunst wahr. Und natürlich, ich bin auch ausgebildeter Kunstlehrer, ich versuche natürlich diese Lust, diesen Genuss an Kunst, der nicht nur ein ästhetischer ist, sondern auch ein kognitiver, den zu erregen. In mir, aber auch in anderen. Und somit spielt Kunst für mich eine wesentliche Rolle in meinem Leben.